So, hallo liebe durstigen Freunde und zum ersten Tag nach dem wunderbaren ersten Livestream, also das erste Video nach dem wunderbaren Livestream an diesem herrlichen Dienstagabend. Und wie ihr seht, habe ich mir ein neues T-Shirt gegönnt. Es sollte eigentlich zum Livestream schon da sein. Finde ich ganz lustig. Passt sogar recht gut. 2XL war leider das Größte. Also ich hätte gern 3X genommen, dann wird es noch, also noch besser sitzen, aber es geht. Und vielleicht nehme ich ja doch mal wieder das ein oder andere Kilo ab. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, aber ich wollte mich noch erst nochmal herzlich bedanken bei euch allen. Es hat einen riesen Spaß gemacht mit durchschnittlich über 100 Zuschauern. Über einen Zeitraum von 1,5 Stunden, das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Ich hätte auch gar nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt selber Bock habe, so lange den Stream zu machen. Aber ich habe die regelrecht drum gebettelt, dass ich weitermachen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir das mehr als eine Stunde machen. Und ich hatte auch ziemlich gut einsitzen. Ich habe dann tatsächlich auch mal einen alkoholfreien Tag gemacht. Und heute möchte ich, wie ja schon im Livestream versprochen, mache ich noch ein kleines Video. Und zwar mit den beiden anderen Bieren von der lieben, lustigen Gruppe Menschlicher Plastikmüll. Die habe ich zuerst für Trolle gehalten. Sorry dafür, aber. Weil ja, wenn ihr euch so komisch in einem Kommentar ausgedrückt habt, aber dann habe ich halt irgendwann begriffen, dass das zum Gag dazugehört. Dass so dieses Formvollendete, ne? So sehr geehrter Herr und diesen, das und wir möchten Sie herzlich begrüßen, so wie normalerweise offizielle Post von Ämtern und so kommt. Und ich habe dann erst auf den zweiten Blick verstanden, dass das halt eben das ist, was zum Witz dazugehört, ne? Und ja, dann kamen die auch tatsächlich diese vier leckeren Biere. Zwei davon habe ich ja während dem Livestream live getrunken. Und die meiner Meinung nach beiden interessanteren, habe ich gedacht, weil die Livestreams vielleicht von YouTube irgendwann gelöscht werden. Beziehungsweise 1,5 Stunden guckt nicht jeder gern zu. Will ich nochmal ein extra Video mit den beiden anderen machen. Denn das Video ist dann ja nur 10 Minuten vielleicht etwa und es bleibt dann auch. Und zwar ist das hier eine super Sonderedition, ein Stout. Das wohl, da steht auch gar nicht Näheres dabei. Das ist nur die kreativen Sondereditionen werden als limitierte Auflage in unserer Brauwerkstatt gebraut. Ne? Handwerklich auf der Insel Reichenau. Und dann war noch ein kleiner Anhänger dabei, da stand halt nur dann noch da drauf, dass es ein Stout ist. Also ich gehe da mal davon aus, dass ich hier geschmacklich in die Richtung Guinness mich bewege. Das werde ich auch ein kleines Glas nehmen, 03. Das aber von der Form her so ähnlich ist wie die Guinness-Gläser auch ja, aussehen, ne? Wenn ihr die kennt aus diesen Kneipen. Nur halt in der kleineren Version. Das ist jetzt ein polnisches, glaube ich, oder tschechisches Glas. Karlo Vatsko, ja. Das ist Tschechien, ne? Glaube ich zumindest, ja. Berichtigt mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich denke, das müsste Tschechien sein. Es geht fast rein, der Rest in die Kehle. Oh ja. Und das andere mache ich jetzt auch schon mal auf. Das ist jetzt meine neueste Angewohnheit, dass ich jetzt immer beide gleich mal aufmache. Dass man auch immer den farblichen Unterschied dann auch immer schön sieht und den direkt vergleichen kann. Ja klar, das ist ein klassisches helles. Ne? Wir lesen auch gleich mal vor. Da steht, glaube ich, das hatte kein extra Etikett anhängen. Da steht hinten drauf, was es ist. Ja, das ist interessant. Das 03er Glas ist ein bisschen höher. Deswegen geht das Bier komplett rein und es wäre sogar noch Platz. Während da ist der Eichstrich weiter oben. Und deswegen kriegst du das. Und so, aber es hat trotzdem, es hat die typische Guinness Stout-Krone auch gekriegt. So, hier haben wir Inselgold. Das Bier für die besonderen Momente. Süffig, charakterstark, bernsteinfarbenes Craft-Bier. Und 5,4% ist auch nicht zu wenig. Ne? Es ist auch naturtrüb, das sieht man ja auch schon. Ne? Das steht hier nicht extra dabei, aber das sieht man ja. Ne? Also das ist wirklich, jetzt probiere ich mal das. Auf euer aller Wohl. Wunderbar. Das ist so richtig. Oh, super. Da geht einem das Herz auf. Richtig süffig. Meiner Meinung nach ist das was noch besser, aber das ist halt. Wie gesagt, das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Bierarten, die man nicht vergleichen kann. Das ist natürlich auch Geschmacksfrage. Und je nach Tagesform, in einem kalten Winterabend, habe ich vielleicht auch sogar so ein schwarzes Mal dann lieber. Aber in aller Regel mag ich diese Arten eigentlich lieber. Jetzt trotzdem mal einen kräftigen Schluck von dem auf euer Wohl.
Hat halt diese typische Stout-Würze. Nicht mal so extrem, muss ich wirklich sagen. Also Guinness ist noch eine Spur herber. Aber obwohl, ja, also dieses Lakritz- und Karamellartige Restaromen schmeckt halt deutlich raus. Ne? Das typisch Kaffeeartige. Das Kaffeeartige, das schmeckt wirklich raus. Ja, wie finde das? Cool, ne? Ich fand es halt einfach witzig. Und zwar auch echt günstig. Also, ich glaube, 17 Euro oder was habe ich bezahlt, ne? 17 Euro bei Amazon. Man muss da immer ein bisschen gucken. Die bieten die gleichen T-Shirts an, teilweise für 15 Euro. Dann sind aber auch welche dabei, die kosten plötzlich 30. Aber ich kann an der Qualität irgendwie da keinen Unterschied feststellen. Ne? Und irgendwie in Honduras oder sonst wo produziert sind sie eh immer alle. Also, Schulz, auf das ist auch geschissen. Also, vielen Dank an den MPM nochmal. Ich werde mich im Laufe der Woche mit nochmal einem Video melden, dass wir ausmachen, um wie viel Uhr wir Samstag den Livestream machen. Ich werde allerdings gleich dazu sagen, ich werde nicht jedes Wochenende livestreamen und ich werde auch nicht jedes Wochenende vor allem so lange livestreamen und so viel dabei trinken, weil das ist für meine Gesundheit nicht gut und das ist auch, ja, keine Ahnung, das läuft sich dann tot sonst irgendwann. Ne? Was ich viel eher machen werde, ist, dass ich vielleicht dann ab und zu mal kürzere Livestreams, so Überraschungs-Livestreams, mal machen werde, wenn es jetzt wieder Sommer wird. Dann fahre ich vielleicht auch mal mit dem Motorrad raus, ohne Hund oder auch mal mit dem Auto mit Hund in die Prärie, ins Grüne und trinke dann gerade ein Bier einfach mit euch. Ne? Schön auf einer Anhöhe am Schwarzwald mit einem schönen Blick im Hintergrund statt meinen Rollladen zu sehen, hat man dann mal eine schöne Schlucht oder so im Hintergrund. Das ist so ein Gedanke, was ich dann noch habe. So, was man mal machen könnte. Ne? Und ein oder zwei Bier kann ich auch trinken und noch fahren. Dann mache ich mal eine Tour. Aber dazu muss es noch ein bisschen wärmer werden. Im Moment ist mir es noch ein bisschen zu wenig mild. Jetzt trinke ich noch mal von diesem super leckeren, süffigen Inselgold. Oh. Also sehr zu empfehlen. Das ist echt sehr fruchtig. Wer fruchtige Biere mag, also dem ist das wirklich ans Herz zu legen. Das Inselgold von Insel Reichenau am Bodensee. Und das hier ist, ja, jedem, der halt eher auf dunklere Biere steht. Und sagen wir mal, jeder, der Guinness gern trinkt, der wird damit auch zufrieden sein. Ich persönlich muss jetzt sagen, dass mir das da besser schmeckt, aber das ist wie gesagt halt im Prinzip Blödsinn, das zu vergleichen, weil das halt, wie gesagt, ich kann auch nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Der eine isst lieber Äpfel, der andere lieber Birnen. Der dritte sagt, bin mehr ich der Typ, je nach Stimmung esse ich mal lieber einen Apfel oder mal eine Birne. Ne? Aber die Tendenz geht bei mir jetzt auch, weil ich, keine Ahnung, vielleicht nicht zu süß mag, dann doch in Richtung Äpfel. Ich esse häufiger Äpfel als Birnen. Also so viel dazu. Während bei dem Bier, obwohl es jetzt süßer ist, da trinke ich lieber häufiger solche Biere als solche. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Bei Pilsen muss es herb sein. Und bei solchen Craft-Bieren habe ich sie gerne so, auch mit so einer Infusion, dieses Elvis Juice Grape Infusion, ganz toll gewesen und sowas. Ne? Also wie gesagt, ich habe da einen relativ breit gefächerten Geschmack. Und ja, ich würde sagen, heute machen wir es nicht zu lang. Lassen wir es mal bei 10 Minuten heute. Ich trinke das jetzt mal noch auf euer Wohl. Aber nicht stürzen, sondern wirklich mit Genuss. Dass du es auch richtig im Gaumen halt spürst, wie es runtergeht. Man schmeckt ja eh nur mit der Zunge und im Mundraum und vielleicht noch hinten im Gaumen alles, was dann weg ist, ist weg. Deswegen habe ich auch kürzlich gesagt im Video, als mir irgendjemand gesagt hat, bäh, Oettinger, habe ich gesagt, ja, natürlich, warum soll ich denn mein Geld rausschmeißen? Denn man schmeckt nicht im Magen. Ja? Der Magen hat keine Geschmacksnerven. Das heißt, in dem Moment, wo das Bier aus dem Mund verschwunden ist, ist auch der Geschmack weg. Also wenn ich jetzt ein Bier in 3, 4, 5 Sekunden runterleere, warum soll ich dann da 3 Euro für ein Craft-Bier ausgeben? Dann nehme ich doch lieber ein 25 oder 35 Cent Bier dafür. Ne? Da muss man einfach den Kopf einschalten. Zum Genuss sind dann eher solche Sachen da. Da wiederum wäre es halt Verschwendung. Dann wäre ich, sagen wir mal,
Bierexperte bin ich ja sowieso nicht, aber ich kenne mich ein bisschen aus. Ne? Und ich weiß halt, was gut ist und was nicht gut ist. Aber dann wäre ich ein kompletter Banause, wenn ich jetzt wirklich hergehen würde und so ein Bier einfach runterstürzen. Ne? Das ist wirklich, das wäre einfach, das ist zu schade drum. Ne? Das ist, sowas müsst ihr wirklich genießen. Ein kräftiges Schulz auf euch. Und jetzt kommt das Stout noch weg. Jetzt sind wir doch schon wieder über 10 Minuten. Sorry. Aber so wie ich die meisten von euch verstanden habe, seht ihr mich ja ganz gerne. Also, man macht es auch nichts, wenn die Videos ein paar Minuten länger werden. Der letzte Schluck geht auf euer aller Wohl. Und nochmal lieben Gruß an die MBM-Leute. Vielen Dank. Bin mal gespannt, was da kommt. Ihr habt noch irgendwas angekündigt. Ich werde mal meine DHL-App im Auge behalten. Und sobald sich die Packstation meldet und ich Zeit habe, fahre ich dahin und hole ab, was da auf mich wartet. Ich bin sehr gespannt. Ich schreibe auch noch demnächst eine Amazon-Wunschliste. nein, keine Sorge, nur Spaß. Das kommt niemals. Aber über eingesandte Biere freue ich mich natürlich immer, wenn ihr wollt. Aber bitte übertreibt es nicht zu viel. Schützt euch nicht in Unkosten. Aber wenn ihr da Spaß habt und Bock drauf habt, freue ich mich. Also vor allem über regionale Sachen, die ich halt hier nicht bekomme oder schlecht oder schwer kaufen kann. Ne? Freue ich mich natürlich immer besonders, weil es halt für mich auch was Besonderes ist, wenn ich was kriege, was ich noch nie getrunken habe. Ne? Und selbstverständlich wird auch jedes der Reihe nach getestet. Also jeder kommt dran, da braucht er keine Sorge haben. Wer was sich die Mühe macht, sich was einzuschicken, hat es auch verdient, dass es dann auch getestet und hier präsentiert wird. Also damit verabschiede ich mich für heute. Der letzte Schluck nochmal auf euer Wohl. Und wir sehen uns dann nochmal im Laufe der Woche. Und dann sage ich euch nochmal wegen Samstag Bescheid. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze ein bisschen später. So vielleicht um 6:30 oder so. Ja, oder um 7. Und dann habe ich den Hund auch mal mit dabei. Ne? Der darf dann auch mal mit in die Kamera glotzen. Macht's gut, Jungs. Euer Dave. Ihr seht mich nochmal auf der Woche. Vielleicht spätestens Freitag früh. Und dann sage ich euch noch Näheres. Ciao, bis dann. Macht's gut.